Weiter geht's mit Final Fantasy X in der stillen Ebene. Wir machen uns mal nach Norden. Ja, hier ist so eine Art, so ein kleiner Laden, in dem man was kaufen kann und einen Speicherstein und. Ganz nützlich eigentlich. Ach, weißt du was? Ich klau dich einfach, dann bist du tot. Ja. Und tschüss. Eisgar, Ende Gelände. Aber definitiv. So. Ah. Stimmt, die haben hier diese keine Ahnung wie sie heißt. Ja, die Priesterin, die dauernd will, dass wir gegen sie kämpfen. Die nehmen wir auch noch mit. Riku! Klauen! Lulupend! Geil! Komm, Auron, Mann, fertig! Trottel! Plopp! You again. You're quite the notorious traitor these days. What's it to you? Oh, you shouldn't take what the Maesters say too seriously. For summoners, destroying sin is everything. We are no tools of Yevon. Understand? Yes. So, are you up to the task? I do not know, but I will do my best. You've got spirit, but you'll need more to beat Sin. An Aeon duel. Show me what you're made of. Kämpfen! Excellent. But before we begin... Oh, geil. Alles geheilt. I've just healed your Aeons for you. Let us begin. Also, Belgmene nutzt Shiva. Wir beschwören Ifrit. Ifrit ist ein gutes Gegenstück zu Eis. So, was habe ich denn an Weißmagie? Ich benutze gleich mal Ex-Eis. Und danach gibt's das Inferno. Bams, aber noch nicht tot. Mit Großziehen. Aha. Im Menü lassen sich Statuswerte der Bestie erhöhen. Das ist sehr gut. Man kann zum Beispiel der gegen physische Angriffe schwachen Shiva mehr HP geben oder den Geschickwert von Bahamut erhöhen, um Schwächen auszugleichen und Stärken aufzubauen. Ah ja. Das ist sehr nützlich, Leute. Eisra? Ja, war wohl nix. Mein Ex-Eis hat mich geschützt.
Scheiße, ich mache ja gar keinen Schaden. Feuer? Ist das ein Witz? Meteorit? Verarschen, oder? Oh oh. So, jetzt aber, jetzt Schicht im Schacht. Ja, definitiv Schicht im Schacht. Is enough. Sieg. Impressive, remarkable talent. Traitor or no, you may have what it takes to beat Sin. Take this, you have earned it. Und wir bekommen 30 Kraftsphärien und Bestiaseele. Thank you. I think you will do just fine. But if you ever feel like you want more training, seek the hidden temple of Remium. I will be waiting there. Farewell. Mhm. Kommt später noch. Wenn wir verlieren, bekommen wir die Bestiaseele auch. Großziehen. Ja, mit der Bestiaseele können wir die großziehen. Bla bla bla. Einfach auf groß ziehen, anklicken, Ixion zum Beispiel, und dann steht, um die HP jetzt hochzumachen, bräuchte man zum Beispiel so und so viele Dingens, Bummenskirchen hier. Ach, ihr kennt es ja. Das ist ja eigentlich nur Gebabbel. Um 1 wird es dann erhöht. Also ihr seht, das ist ein Witz. Und trotzdem mache ich's. Shiva, da hat sie aber schon recht gehabt. Ja. Ja, ich möchte das Vieh aber großziehen. Ha, so rum. Jetzt aber. Abwehrkraft. Ne, ein bisschen was brauche ich ja noch. Also für 300 HP sind dann, ist dann wieder fast alles weg. Ihr seht's schon. Also es ist ziemlich teuer. Der Spaß. Und es wird ja dann immer mehr. Ihr wollt wieder kämpfen? Wenn es dann sein muss. Okay. Was ist denn jetzt wieder? Father Zook. Long time no see. You are Yuna? You certainly don't look like Maester Kinnok's murderer. What'd you say? Please, tell us what has happened. Maester Micah just issued a personal order, you know. It said that you and your guardians murdered Maester Kinnok and fled. We are to kill you on sight, or so it says.
What of Pavel? Things are calm on the surface, but the depths are turbulent. After the death of Maester Keenok, Kelk Ronso left Yevon. Convenient. Getting around will be easier with Yevon in disarray. But be careful, my friends. You have been branded enemies of Yevon. You should avoid temples for the time being. Thank you, Father Zook, for your warning. Father, you came all the way here just to tell us this? To tell the truth, I was a little curious to see this summoner you are guarding. I hope her pilgrimage goes well. For your sake, too. Thank you, Father. I must be off. I shall pray for all of you. Ah, so, Neuigkeiten. Erstmal speichern. So, gehen wir mal wieder raus hier. In dem Laden hätten wir uns noch Items kaufen können, aber jo, jetzt nicht mein Fall. Hier hinten gibt es noch eine Kiste. Gut. Scheiße. Heilige Scheiße. Ein Morbol. Also wenn man sich nach Norden bzw. nach Westen begibt, dann kommen hier solche Hammergegner. Und mit einem Morbol ist nicht zu spaßen. Erst recht nicht, wenn es Mundgeruch macht. Das Scheiß, wie hat er auch eine Energie? Oh, verdammter Dreck! Ah, es ist immun. Na super. Allheilmittel. Juna noch. Komm, schwer ich bitte. Wie viel haben wir denn noch? Ach, wir haben noch schlappe 15.000. Ah, sag's doch. Ich hab mir hier schon Sorgen gemacht. Scheiße! Es wird nicht lang. Okay, ob ich das mal wohl besiege oder nicht, gibt's im nächsten Teil. Euer Stuxy.